Hallo und herzlich willkommen zurück zu Java. Ja, wir machen gleich mal weiter, wo wir das letzte Mal aufgehört haben. Ihr erinnert euch vielleicht noch an unsere Tiere, die schnaufen, wenn sie atmen, unser Hund, der hechelt, und unsere Fische, die blubben, wenn sie atmen, und das Lebewesen, das einfach nur atmen muss. Und ja, ihr wisst ja noch, dass Lebewesen ein Interface ist, hoffe ich zumindest. Und ja, jetzt möchte ich euch was zu abstrakten Klassen erzählen, denn die sind eigentlich auch nicht ganz ohne. Vor allem sind sie cool. So, und da haben wir eigentlich schon eine recht gute Struktur hier. Also Hunde sind ja relativ konkret, die hecheln, wenn sie, ja, wenn sie atmen. Und Fische sind auch schon recht konkret, deswegen bleiben wir mal hierbei. Bin ich eigentlich ganz zufrieden mit. Aber Tier ist mir zu allgemein. Ich will, dass dieses Tier dann nicht einfach nur ein Tier sein kann, wie wir es hier eben gemacht haben. Wir sagen hier Tier T ist gleich New Tier. Ja, was für ein Tier denn? Das weiß unser Compiler nicht und wir wissen es auch nicht. Also wollen wir hier, dass ein Tier nicht einfach so sein kann, sondern wir wollen, dass ein Tier dann wirklich auch noch was Konkreteres sein muss, wie zum Beispiel ein Hund, der hier dieses Tier extendet. Und deswegen sagen wir einfach, okay, jetzt machen wir diese Tierklasse abstrakt. Das geht ganz einfach. So, fertig. Jetzt haben wir einen Nachteil, wir können hier Tier nicht mehr instanzieren. Tier T ist gleich, können wir immer noch schreiben, nur wir können nicht mehr New Tier schreiben. Denn abstrakte Klassen können nicht instanziert werden, genauso wenig wie Interfaces. Der Vorteil bei abstrakten Klassen ist, wir können hier Integer reinbringen, also irgendwelche Variablen, die wir normalerweise nur bei normalen Klassen reinbringen können. Ihr wisst ja noch, bei Interfaces geht sowas nicht. Und wir können hier auch wirklich schon fertig implementierte Methoden reinpacken, die dann auch wirklich für die Unterklassen noch verfügbar sind. Allerdings können wir auch, und das ist das Tolle dran, die Sachen von Interfaces reinpacken. Wir können jetzt nämlich zum Beispiel einfach hier diese Methode rauslassen. So. Und das ist immer noch eine voll funktionsfähige abstrakte Klasse. Denn ihr wisst ja noch, bekanntlich muss für eine konkrete Klasse, wo man dann auch instanziieren kann, jede abstrakte Methode, also das hier ist eine abstrakte Methode, weil ich keinen Methodenrumpf hier hinten gepackt habe, vom Interface, muss dann in jeder konkreten instanzierbaren Klasse implementiert sein. Also implementieren heißt immer noch einfach Code reinschreiben, so wie hier. Das heißt, unser Hund muss auf jeden Fall atmen können, sonst ist es kein Lebewesen. Und wir haben ja hier hingeschrieben, dass es ein Tier ist und ein Tier ist ein Lebewesen. Und was jetzt noch dazu kommt, da Tier eine abstrakte Klasse ist, kann ich zwar sagen, der Hund muss sich bemerkbar machen, aber er muss doch nicht atmen können. Das kann er einfach später hier reinpacken. Ja, das ist das Tolle daran. Ich kann hier aber auch noch andere Methoden reinpacken. Sowas wie public abstract void laufe. Und jetzt muss aber hier, also hier habe ich natürlich immer noch den Fehler, hier darf ich Tier natürlich nicht mehr instanzieren, sondern muss einen konkreten Hund draus machen. Und hier kann ich sagen, okay, mein Hund ist jetzt kein Tier mehr, er kann auch nicht laufen. Und ein Tier kann laufen, ein Lebewesen muss nicht laufen können, das kann ja auch zum Beispiel schwimmen, wie unser Fisch. Und schwimmen ist ja bekanntlich was anderes wie laufen. Lasst uns da nicht weiter drüber reden. Auf jeden Fall, in dieser abstrakten Klasse kann ich mir Methoden reinschreiben, die dann in jeder Unterklasse implementiert werden können. Aber ich kann es auch so machen, wie ich es mit der normalen Klasse mache, dass ich hier eben Methoden reinschreibe. Nur muss ich wirklich darauf achten, dass ich hier alle nicht implementierten Methoden auch wirklich reinpacke. So, laufe gibt mir so. Und jetzt kann ich, ja, das geht natürlich hier nicht mehr. Das muss auch ein Hund sein. Und jetzt kann ich das natürlich hier machen. Jetzt habe ich hier nur noch zwei Hunde drin, der Rest sind Fische. Und Fische sind auch noch direkt Lebewesen. Also das heißt, man muss nicht unbedingt eine abstrakte Klasse unterhalb des von diesem Lebewesen packen, sondern man kann auch direkt eine instanzierbare Klasse reinhauen. Ja, das ist einfach, das kann man sich wie so,
ja, wie so verschiedene Unterkategorien von Lebewesen, zum einen mal die Fische, zum anderen die Tiere, und Unterkategorien von Tiere ist dann eben momentan nur bei uns der Hund. Ja. Gut, das wäre es erstmal zu abstrakten Klassen, glaube ich. Im gleichen Zug möchte ich euch aber noch was anderes zeigen, nämlich wie man mit Klassen so generell umzugehen hat. Es gibt solche Konventionen wie zum Beispiel, wenn ich Variablen habe, wie zum Beispiel die Beine und den Arm und die Augen, dann sollte man auch immer konkrete Funktionen dazu haben, die mir eben die Beine und den Namen und die Augen setzen. Ich glaube, ich reduziere das jetzt mal hier auf eine Variable. Ja, und hier kann man dann einfach schreiben, das ist eine Methode. Public, also es gibt mir nichts zurück. Ich möchte die Beine ja bloß setzen. Void set Beine. Und was möchte ich setzen? Naja, ein Integer, nämlich die Anzahl an Beinen. So. Und jetzt habe ich hier eine Methode, die noch gar nichts macht und auch diese Beine hier nicht benutzt. Und da sage ich einfach this.beine ist gleich Beine. So. Und das nennt sich ein Setter. Selbiges gibt es natürlich auch noch als Getter. Kennt ihr vielleicht schon den Begriff? So, und jetzt gebe ich natürlich ein Integer zurück. GetBeine. Das sind einfach jetzt Konventionen, die man so benutzen möchte. Ich sollte mir eine einheitliche Schreibweise angewöhnen. Und genau, er macht schon automatisch. Wie nett. So, das ist jetzt ein Setter und ein Getter. Hier public void setBeine, intBeine. Das heißt, ich übergebe dieser Methode einen Integer-Wert und setze diesen Integer-Wert eben auf meine Klassenvariable. Das geht in abstrakten Klassen genauso wie in nicht abstrakten Klassen, nur hier ist es dann natürlich übersichtlicher, denn hier bei einem Hund kann ich immer noch die Beine setzen muss hier diesen ganzen Code nicht nochmal hinschreiben, was natürlich cool ist. Es hat aber nichts direkt mit abstrakten Klassen zu tun oder sowas, sondern das sollte man sich eigentlich bei jeder Klasse und bei jeder Klassenvariable angewöhnen, gleich mal hier so Setter und Getter zu schreiben, so wie ich das hier gemacht habe. Also der Setter setzt einfach die Variable, indem er den Parameter nimmt und reinschreibt, und der Getter tut genau dasselbe, nur dass er halt einfach zurückgibt. Ja, warum macht man sowas? Das ist doch total bescheuert. Ich könnte doch einfach gleich schreiben, this Punkt oder halt generell die Variable Punkt Beine gleich diese Anzahl. Dann bräuchte ich diese ganze Sache hier nicht. Nun ja, das hat einen ganz einfachen Grund. Beine sind ja normalerweise nicht negativ. Das heißt, ich kann hier noch so Bedingungen reinschreiben wie Beine kleiner 0. Dann schreibe ich keinen Hashtag, sondern setze ich die Beine. Das Punkt Beine gleich 0. So. Also sagen wir es mal so, wenn der Benutzer jetzt zu blöd ist und sagt, okay, mein Tier hat weniger als 0 Beine, wie soll denn sowas gehen? Das macht doch absolut keinen Sinn. Nun ja, dann sagt unsere Setter-Methode hier einfach, nö, wenn deine Beine weniger als 0 sind, dann kriegst du einfach keine Beine. Und nicht negative Beine. Und jetzt müssen wir aber noch darauf achten, dass wir hier entweder ein else schreiben oder wir gehen aus der Methode verfrüht raus. Und ihr wisst ja noch, eine Void-Methode hat keinen Rückgabewert. Das heißt, da kommt nichts zurück. Aber ich kann trotzdem das Return-Wort benutzen. Ich muss dann einfach nichts angeben. Ich kann einfach schreiben Return. Return bedeutet, ich gehe aus der Methode raus. Und hier gebe ich einen String zurück, weil das ja einen String zurückgibt. Aber bei Void brauche ich gar nichts hinten dran schreiben. Das heißt, ich springe hier einfach direkt raus. Das heißt, dieser Code hier wird überhaupt nicht mehr ausgeführt. Alles, was unter dem Return steht, auch wenn ich jetzt hier noch was hinpacken würde, sysout, das sysout würde auch nicht mehr ausgeführt werden. Steht, glaube ich, sogar dabei. Ja, unreachable Code. Weil nach dem Return wird nichts mehr ausgeführt. Ja, also Setter und Getter. Setter sind hier relativ sinnvoll. Getter, naja, die geben mir einfach die Beine zurück. Da kann man natürlich auch noch so Sachen machen wie, wenn die Beine zwischen 2 und 3 sind,
geben wir zurück. Zweibeiner oder sowas. Ihr versteht, glaube ich, was ich meine. Wobei Zweibeiner nicht unbedingt drei Beine haben. Egal. Zum Beispiel ein Gehstock. Ja. Auf jeden Fall können wir jetzt hier natürlich einfach unsere Get und Setter benutzen. Und die kann man sogar beim Hund direkt benutzen. Das heißt, wir können hier jetzt hinschreiben. Hier oben sind wir dann. Einfach den Hund nehmen, also T ist ja unser Hund, können wir T, Punkt, und dann hier einfach get Beine benutzen, dann kriegen wir die Anzahl an Beinen. Momentan sind das 0, weil wir hier noch nichts initialisiert haben. Und wir können ihm natürlich auch seine Beine setzen. Ein Hund hat bekanntlich meistens 4 Beine. Ja, und jetzt können wir eben die Anzahl an Beinen auslesen und ausgeben lassen. Also wir haben quasi hier jetzt für den Hund die Beine dieser die Setbeine und Getbeine Methode dieser Tierklasse benutzt. Wir können hier natürlich auch Hund T schreiben. Tut genau dasselbe. Ja, das ist genau so einfach funktioniert das. Ja, eigentlich eine coole Sache, findet ihr nicht auch? Das wäre es auch schon mal dazu. Also jetzt habt ihr mal so gesehen, wie abstrakte Klassen funktionieren. Und Konventionen für Klassen kennt ihr jetzt auch schon ein paar. Ja, nächstes Kapitel ist dann über weiß auch nicht genau, ob ich Modifikatoren oder Rekursionen dran bringe. Beides wichtig, also auf jeden Fall wieder einschalten. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Ansonsten wie immer natürlich Kommentare. Von mir ist auch PNs. Ja, bis zum nächsten Mal. Ciao.